Das ist der Solheim Cup 2015. Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. Und zum aktuellen Stand der Solheim Cup Vorbereitung jetzt der Geschäftsführer des Golfclubs St. Leon Roth, Eiko Schulz-Hansen. Ja, herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und das hier vorstellen dürfen, was es ist. Ich durfte schon vor einem Jahr kurz darüber sprechen. Vor einem Jahr war das ganz frisch, 29. Oktober 2012 haben wir kommuniziert, dass wir mit der LET einig wurden und den Solheim Cup ausrichten. Es waren damals im Sommer sehr kurze und sehr intensive Überlegungen, was wir uns da eigentlich ans Bein binden und welche Chancen das alles hat, aber natürlich auch welche Risiken. Nochmal vielen Dank an den Deutschen Golfverband, der sich ja damals bei der LET eingesetzt hat, dass wir ein paar Monate mehr Zeit haben, dass wir das überhaupt auch erreichen können. Am Ende, er ist da, er kommt. Wir haben im Wesentlichen mal drei Themen hier mitgebracht, nämlich einen Rückblick auf das Jahr 2013, denn da war ja der letzte Solheim Cup in Denver, sensationeller Sieg 18-10, also Sieg für die Europäer. Es war ein tolles Erlebnis und wir möchten einen Blick in dieses Jahr werfen, 2014, und ganz kurz einen Ausblick in 2015. Am Ende, was wollen wir erreichen? Das deckt sich eigentlich genau mit dem, was hier gesprochen wird. Wir wollen das Image verbessern, wir wollen neugierig machen und wollen natürlich eine Menge Spaß vermitteln. Ich denke, mein Kollege, ich gucke dich jetzt mal an, der Frank Donig, ich weiß nicht, vielleicht sind hier auch Geschädigte, wir können uns ja nachher hier treffen in einem anonymen Kreis. Ich bin in den letzten Monaten von mehreren Menschen verstört angerufen worden, hat der Donig dich auch angerufen und gefragt, was macht Golf geil? In der Jugendsprache, er hat einen jungen Sohn, das muss man ihm jetzt also nachsehen, er kann sich sehr wohl distinguiert äußern aber, und verständigen, aber ja, das ist Reizthema, wie machen wir uns attraktiver, was macht Spaß und was ist eigentlich, ein Vater von drei Töchtern, ich darf auch noch sagen, was ist eigentlich geil an Golf? Ja, und da wollen wir ein bisschen Fragen beantworten und eine Beantwortung, die haben wir 2013 gesehen und auch wenn Sie Ausschnitte schon gesehen haben und Sebastian, hau rein, ich sitze nicht vor der Box, also du darfst richtig drauflegen. Das ist geil und das macht mir Spaß. Ja, vielen Dank. Wenn ich einen kurzen Blick zurückwerfen darf, ich war mit in den Grundschulenjahren in Hannover und durfte mit meinem Vater im Niedersachsenstadion Manfred Kaltz sehen, in einem Fußball-Länderspiel. Und ich habe als kleiner Junge da auf dieser Tribüne gesessen und habe gezittert und gebettelt, dass diese Bananenflanken, ich weiß keine Ahnung, wer kann so viel drahlen, also mit dem Golfball habe ich das mit meinen Quickhooks nie geschafft, diese Kurven, die der mit dem Fußball geschlagen hat. Ich habe einfach dafür gekämpft, innerlich, bitte, bitte, lass den Kopf finden und lass das ein Tor werden. Damals 5-1, sensationell, hat Spaß gemacht. Sehen Sie, haben wir das eigentlich auch in anderen Sportarten ganz bestimmt, aber haben wir das schon beim Golf erlebt? Als ich im Solheim Cup 2013 saß, habe ich zum allerersten Mal begriffen, dass ich jetzt als Golfer genau die gleiche Chance habe, mit meinen Töchtern, auch mit meinen Söhnen, wenn ich sie hätte, aber wir sind, glaube ich, schon abgeschlossen, hat meine Frau gesagt in der Familienplanung, was ich sehr bedauere. Ich würde nochmal drei Mädels nehmen. Ich habe jetzt also die Gelegenheit als Vater genau das zu erleben, Gänsehaut-Feeling, Zittern. Die Michelle Wie ist auf die Knie gegangen, nicht weil eine Kamera auf sie gerichtet war, sondern weil die Michelle Wie unter Druck war. Auf US Soil drohten die Amerikaner zu verlieren. Das Ass an der 17, um ein Match zu gewinnen, übrigens, ich habe jetzt ja gelernt, man kann es jetzt ja vergleichen, also 23 Jahre Solheim Cup, ein Ass, ein Jahr Deutsche Golf, Kramski, Deutsche Golfliga, auch ein Ass. Also wir sind schon genauso gut wie der Solheim Cup auf diesem Niveau. Ich habe eine Menge Statistiken heute hier gehört. Sehen Sie, das ist das Spannende. Und wenn ich den Film jetzt hier sehe, und seien Sie versichert, ich habe den sehr oft gesehen. Ungefähr genauso oft, wie ich gesehen habe, dass wir in beiden Stechen verloren haben bei Nacht und es war wirklich saukalt. Ich habe Tränen in den Augen und mir läuft es kalt den Rücken runter. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie das in zwei Jahren auch erleben, mit all denen, ob beruflich oder privat, mit all denen, die Ihnen wichtig sind. Wir haben uns, vielen Dank an den DGV, auch hier mit unserem starken Partner DGV VCG verständigt. Wir haben über 1100 Golfer und VCGler danach gefragt, nach dieser ersten großen Repucom-Studie in einer zweiten. Und ein Element, was da rauskam, ist, dass immerhin 55
Prozent der VCGler und DGVler, der 650.000 gerundet, immerhin jetzt schon nach dem Solheim Cup 2013 zuordnen können. Was ist das? Also ist der Ryder Cup der Frauen, es hat irgendwas mit Matchplay zu tun, es ist Amerika gegen Europa. Übrigens an der Stelle, und wer mich kennt, ich glaube, allzu viel Schleim tue ich nicht, aber Kompliment an die deutsche Presse, an die Fachpresse, vielen, vielen Dank, ich werde es nachher nochmal zeigen. Das ist nicht ein Job des DGV oder des Promoters, das haben viele, viele Berichte in Fachmagazinen, Zeitungen, Online-Magazinen überhaupt erst möglich gemacht, dass so eine große Zahl von in Summe 76% der deutschen Golfer haben das Schlagwort Solheim Cup dem Golf zugeordnet, dass das möglich war. Aber das soll schon es gewesen sein. Was machen wir 2014? Wir machen ganz, ganz viel. Das wird auch sicherlich mit Bedacht ausgerollt, aber es gibt aber zwei Highlights. Der eine Highlight ist für uns der 11. und der 12. April. Das ist der DGV-Verbandstag. Der DGV ist einer der ganz starken Partner von uns hier bei der Umsetzung des Solheim Cup. Wir werden offiziell zum 11. April online mit einem Ticketverkauf beginnen. Sie wissen selbst, wie das ist. Eigentlich müssen Sie sich entscheiden, Weekpass oder nehme ich ein einzelnes Tagesticket. Wir werden ein Sonderkontingent von maximal 20.000 sogenannten Any-Day-Tickets haben. Die haben wir uns entschieden, komplett in den Vorverkauf, wo es auch bestimmt 10% Rabatt gibt, reinzulegen. Das heißt, wer sich frühzeitig entscheidet, hat die Möglichkeit, mit diesem Ticket später dann, ob das am Freitag ist oder die Sonne scheint am Sonntag, dahin zu kommen. Wir werden eine Kampagne, wir werden viele Kampagnen starten. Eine Kampagne werden wir starten, das sogenannte Golden Ticket. Haben uns bei den Herren beim Ryder Cup abgeschaut. Also, wenn du das gewinnst, dann bist du einfach nur glücklich. Wir werden alles dafür tun, dass du jedes Foto, jede Unterschrift und bis auf die Frauendusche des Damenteams alles absolut sehen kannst, erleben kannst. Das ist ein Thema. Und ich habe das mit Joachim Nothelfer schon besprochen. Definitiv die LET, Ladies European Tour, ist sehr, sehr interessiert daran, diese Deutschen kennenzulernen, uns kennenzulernen. Und die werden an dem Abend des 11. April sehr gerne teil sein und teilnehmen nach dem Hearing an dem Abend und eventuell definitiv die Kapitänen mitbringen, eventuell an dem Tag das Announcement der europäischen Kapitänen mitteilen. Das ist ein Highlight für uns. Ein zweites Highlight, das findet statt direkt nach Evian in Genf. Das ist ja der zweite Toursieg von Ann-Kathrin Lindner. Können Sie sich eintragen, 14. September gewinnt erstmalig ein Major. Davor dreimal zweite Plätze, unzufrieden. Aber Sportregion, Sie sehen hier also an dem Sonntag zwei blaue Elemente. Die blauen Elemente sind unsere intensiven Bemühungen in der Metropolregion Rhein-Neckar, 2,5 Millionen Menschen, mit immerhin 2.700 Vereinen, Sportvereinen. Die laden wir alle ein. Wir sind selber eingeladen von der Metropolregion und der Stadt Heidelberg auf den Uniplatz, auf die alte Brücke unter dem Schloss. Und wir werden hier eine Promoaktion haben. Wir werden, ich darf mal ganz kurz sagen, wir werden hier einen Showkampf haben am Dienstag. Ich springe ganz kurz. Wir wollen mit 4 bis 8 Pros und Proetten antreten in guter alter Tradition und wollen einen ganz crazy Showkampf. Also wirklich Spaß haben. Wir freuen uns sehr. Ich darf das jetzt erwähnen, das passt ja auch hier sehr gut rein, Golf Team Germany. Unser Partner SAP hat zum Beispiel ihren neuen Ambassador Martin Keimer hier schon mal angefragt. Wir werden sehen, ob es dann letztlich passt. Da geht es ja auch um den Ryder Cup, der 10 Tage später beginnt. 10 Tage vorher wird das Ryder Cup Team announced. Das heißt, wir sind mitten in dieser Welle, dass man sowieso über Europa gegen Amerika spricht. Und wir werden hier einen Showkampf haben. Und diese Athleten, die hier sind, die werden hoffentlich am Montagabend dann von der alten Brücke unter dem Heidelberger Schloss medienwirksam für Charity Reasons, für Geld sammeln, ein Pitch machen oder viele Pitche auf schwimmende Ziele im Neckar. Und am Abend gehen wir mit Handverlesen, das ist wirklich ein sehr kleiner Kreis, Handverlesen 300 Menschen auf das Heidelberger Schloss. Hier unten sage ich immer ganz platt, da möchte ich ganz gerne danach auch natürlich in der golferischen Fachpresse sein. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn ich dann in der Bunten und in der Gala, ich glaube in der Gala sind es die letzten 6 Seiten, da möchte ich auch sein. Ich möchte dann diesen Walk of Fame haben, ich möchte den roten Teppich haben und ich will, dass es heißt, naja, wir waren halt hier, weil Charity und lecker Essen und total coole Menschen. Ja, und warum verbinden wir das nicht auch mal mit Golf? Das wollen wir machen. Definitiv werden wir große Pressekonferenz haben hier und ich glaube, das eine oder andere Highlight, das werde ich nicht ausklappern, wird es dann da geben. So, das ist der Blick in 2014, 2015.
Wir werden eine Perlenkette haben. Der Golfclub St. Leon Roth hat 2 Millionen Quadratmeter Golffläche für 45 Löcher und Übungseinrichtungen. Im Wesentlichen, hier ist unser Clubhaus. Erstreckt sich aber der Platz St. Leon, den wir spielen werden, weg vom Clubhaus. Wir werden 3 große Bereiche kreieren, ums Clubhaus, dann mitten in der Anlage. Das wird genau sein zwischen 18. Grün, 1. Teebox, 8. Abschlag, 16. Grün und 17. Teebox. Und der 3. Bereich außen, The Beast, wie es liebevoll genannt wird. Wir müssen hier unter anderem mit einer Grundplattform allein schon mal 6 Meter in die Höhe, um dann darauf einen Aufbau zu machen. Im Augenblick wurde aber uns gesagt, dass es Gerüstbauer gibt, die sich zutrauen, das bei deutschen Ordnungsämtern durchzubringen. Also wir sind einfach guten Mutes. Wir schauen rein. Hier sehen Sie unser Clubhaus. Hier hinten sehen Sie zum Beispiel Volunteer. Wir brauchen 900 Volunteere. Wir möchten gerne deutsche Golfer haben. Gar keine Frage. Hier wird TV-Compound, hier wird Media Center sein. Das ist der Haupteingang. Wir werden Merchandising und Security hier vorne haben, das man leider mittlerweile ja großzügig planen muss. Wir werden da hinten ein großes Zelt haben. Ja, gucken Sie hier unten. Das wird natürlich ein Original, das man auch in München hinstellen könnte, Oktoberfestzelt. Und das Coole daran ist, das Oktoberfest beginnt im Jahre 2015 am 19. September und bei der Eröffnungsveranstaltung, die wir auch da drin machen, kriegen Sie bei uns schon 2 Tage früher ein original gebrautes Münchner Brauhausbier. Also wenn das nichts ist und wenn das nicht die Norweger und die Schweden lockt, in rauen Scharen zu kommen, dann wissen wir auch mit unserer Marketing-Expertise nichts mehr anzufangen. Wir werden das hier nutzen, dieses Zelt, einmal mit 2.500, 3.000 Menschen Opening- und Closing-Ceremonies zu haben und wir werden auf der anderen Seite in den Zeiten, wo wir das nicht haben, eine Band spielen, Spaß haben und richtig, ja, eine Party feiern. Denn, Sie erinnern sich alle dran, schon vor einem Jahr berichtet, wir werden 25 Jahre alt mit dem Solheim Cup. In der Mitte sehen Sie 18. Grün. Wir werden unseren Rundenverlauf etwas verändern. Also die heutige 1 wird die 18. Dadurch schaffen wir, dass diese Fläche genau zwischen dem 17. und 18. Loch dann ist. Wie wissen alle, Matchplay, da kommt ja nicht jeder an der 18 an, dummerweise. Deswegen hier große Public Area mit DGV-VCG-Stand, Ping, prominent am Eingang. Ich durfte die Folie erst zeigen, nachdem ich vom Herrn Peke und vom Herrn Schlockermann erkannt habe, das ist eine gute Positionierung, das darf ich sagen, dass ihr da seid. VIP-Bereiche und hier eine T-Box 1. Die schauen wir uns einmal an, die VIP-Bereiche, internationaler Standard. Wir glauben daran, in einer wirtschaftskräftigen Region wie Baden-Württemberg in der Nähe zu Bayern, Herr Löhlein muss uns da helfen und viele weitere, dass wir das schaffen, dass wir Interesse wecken können. Das ist mein Liebling, mein persönlicher, T-Box 1, 1.500 Plätze. Wir machen es den Spielerinnen, der Anker nicht ganz leicht, wenn sie dann da mitspielt. Wir werden ein neues Puttinggrün hier unten kreieren müssen und dann zwingen wir die Spielerinnen einmal, wenn sie auf die T-Box wollen, einmal hier durch einen Tunnel zu laufen und hier reinzukommen. Das Ganze machen wir Walk on Court, wie die Boxer das machen. Da wird eine kleine Kamera unten mitlaufen und Sie sehen das dann als Zuschauer hier auf den LED-Screens. Und Sie, ja, wir wollen auch die Spieler nervös machen. Denn seien Sie versichert, wir standen da ja, ein paar von Ihnen waren ja dabei, dankenswerterweise. Sie merken, wenn die Spieler nervös sind und das macht richtig Spaß. Und dann konzentrieren die sich und dann kommt das Beste bei raus. Also, wir wollen eine Party feiern. Wir werden sicherlich nicht nur blau-gelb sein. Für die, die es nicht wissen, diese Region Stuttgart ist US Army geprägt, aber nicht so intensiv wie generell die Gesamtregion. In einem Umkreis von weniger als einer Stunde Fahrzeit, nämlich Stuttgart, K-Town, liebevoll, Kaiserslautern und Frankfurt, Wiesbaden, sind über 30.000 US-Soldiers und ihre Familien stationiert. Also seien Sie versichert, wir werden mit den entsprechenden Leidenschaft dafür sorgen, dass wir immer noch ein paar Stimmen mehr haben, aber die Amerikaner dürfen auch gerne laut singen. Das ist The Beast. Wir werden hier es schaffen, dass Sie das Grün 11, heute 12, ein paar 5 sehen, hier mit Grandstands. Sie werden dann hier mit Grandstands das komplette
12. Grün, ein Par 3. Hier sehen Sie schon das Grün sehen. Hier wird wahrscheinlich der TV-Tower von Golf Channel sein. Hier hinten kommt ein Par 4 komplett über Wasser. Das heißt, Sie sehen von hier auch die gesamte Spielbahn 13. 14 ist einsehbar und 15 ist dann ein Schlag. Naja, da lassen wir uns ein bisschen inspirieren und wir bleiben trotzdem auf dem Boden der Tatsachen von den Waste Management Loch 16 in Phoenix. Also das bauen wir nicht ganz so um. Die haben nämlich, wie ich gelernt habe, beeindruckend 172 Logen a 42.000 Dollar verkauft. Und diese Logen habe ich gesehen, die haben 10 Klappstühle und hinten gibt es Cola, Bier und Hotdog for free. Und dafür 172.000 mal 42.000 Dollar zu generieren. Wow, von denen kann man eine Menge lernen. Wir sind weit weg davon. Wir stecken bis über beide Ohren in den Schulden. Wir können im Augenblick solche Visionen, von denen ich seit heute weiß, wie viel die kosten, und nehmen Sie es einfach als Kompliment an Sie, dass ich trotzdem heute gekommen bin. Also das ist ein verdammt langer Weg und eigentlich ist unser aller Job in St. Leon Roth nur noch ganz viele Klinken zu putzen und durch die Lande zu ziehen. Mein Fazit, hoher Bekanntheitsgrad des Solheim Cups im deutschen Markt ist unser Kernziel. Das alles erreichen wir nur gemeinsam. Wir wollen 100.000 Tagesgäste während des Solheim Cups. Ich darf noch mal kurz erwähnen, in St. Leon Roth war Tiger Woods dreimal. Die haben 4 Tage gespielt, die Burschen. Und wir hatten wirklich das Who is Who in St. Leon Roth dank Deutsche Bank und SAP. Und wir haben nie annähernd in 4 Turniertagen, nie annähernd 100.000 Menschen bewegt. Aber ich glaube, wir sind gereift. Und wir alle im deutschen Golfsport, wir sind gereift und es gibt dieses Interesse, wie ich auch gerade in der Studie gehört habe, und das sollten wir aufgreifen und eher noch weiter nach vorne bringen. Ja, und natürlich ein Thema, warum wir unter anderem, und jetzt sage ich das Wort, greife ich nochmal auf, am Anfang hatte es unser Präsident schon im Mund, wenn wir jemals glauben wollen, sinnhaft den Ryder Cup zu kriegen, naja, dann sind das auch die Ziele. Wir müssen beweisen, dass ganz viele Menschen zu uns kommen. Wir müssen beweisen, dass St. Leon Roth und unser Mäzen und unser Investor Dietmar Hopp nicht auf der ganzen 7-stelligen Summe sitzen bleibt und das am Ende wieder als Invest für die Jugend investiert. Wo, hat er ja schon bei der ersten Pressekonferenz gesagt, es wäre dann immerhin nicht das schlechteste Invest, aber es ist jetzt nicht sein primäres Ziel. Und natürlich hoher Bekanntheitsgrad, hohe Akzeptanz, nicht nur im deutschen Golfmarkt, sondern in der deutschen Gesellschaft. Wir müssen näher in die Gesellschaft rein. Ihr habt das mitgebracht, mein letztes Slide. Vielen, vielen Dank an Sie alle. Wir haben uns erlaubt, die Logos hier unten von der Presse zu wählen, die im Rahmen des Solheim Cups im Jahr 2013, soweit wir ein Pressespiegel, vielen Dank Herr Wäschle, erhalten hatten, die kommuniziert haben. Wir haben hier in der Mitte eine Menge Netzwerkpartner im oberen Drittel. Baden-Württembergischer Golfverband, lieber Otto, wusste, dass du in der ersten Reihe sitzt, deswegen natürlich da ganz vorne, ist ja klar. Ein bisschen Heimatstolz und so darf man auch zeigen. Aber es geht auch um die Metropolregion. Es geht darum, dass, ja, vielen Dank hier daneben dir, der Präsident des Golf-Greenkeeper-Verbandes, aber hier auch PGA of Germany. Wir brauchen alle Netzwerke, Golfer und Nicht-Netzwerke, um dieses Ziel zu erreichen. Und ich sage es nochmal, was ich auf dem DGV-Verbandstag gesagt habe vor einem Jahr. Wollen Sie St. Leon Roth scheitern sehen? Null Problem. Kommen Sie nicht. Dann haben wir verloren. Sie haben es in der Hand. Spitze. Brauchen Sie nicht zu beweisen. Aber wenn wir alle gemeinsam ranhalten, können wir die Welt ein Aha-Erlebnis geben. Und ja, das Ding da oben muss deutlich dicker werden. Da sind tolle, tolle Partner und Sponsoren schon dabei. Und seien Sie versichert, in meiner P&L reicht das bei weitem nicht, um diese Infrastruktur, die ich gerade gezeigt habe, zu zeigen. Ich habe Hunger und Durst. Ich glaube, Ihnen geht es auch so. Ich danke Ihnen ganz herzlich und vor allem DGV, dass ich heute Teil dieser Pressekonferenz sein durfte und übergebe wieder an den Jörg.